Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, wie ich jetzt gehört habe, Brutal Legend, weil das Ü ist stumm. Vielen Dank an die Belehrung an dieser Stelle an Pommesgabel, der mir übrigens auch das Spiel empfohlen hat und tatsächlich noch einen kleinen Tipp gegeben hat für den späteren Verlauf des Spiels. Denn, wir gehen mal kurz in die Optionen, ihr habt mit sich diesen Maus, ne, dieser Mauszeiger, der geht mir so auf die Nerven. Ihr habt mit Sicherheit, gut, wir lassen uns davon, geh mal weg da, wir lassen uns davon nicht irritieren. Ja, was wollte ich machen? Wir gehen in die allgemeinen Einstellungen und schalten einmal den Untertitel ein, because das Spiel wird später so überladen mit Sound und Stimmeffekten, Explosionen, was weiß ich nicht alles, dass es wahrscheinlich schwierig wird, dem Hauptcharakter beziehungsweise überhaupt dem Dialog des der Geschichte weiter folgen zu können oder des Erzählers oder wie auch immer des Sprechers, wer halt gerade so am Quatschen ist. Deswegen, wir schalten das Ganze ein. Ja, und letzte Folge fand ich ziemlich witzig. Ich musste mich tatsächlich informieren, weil ich hab ihn so nicht erkannt. Ich glaube, dass, also, oh, mein Handy ist laut, verdammt. Tut mir leid, ich mach das mal kurz leise. Einen Moment bitte. So, ich bin wieder da, Nase auch mal kurz gekratzt. Oh, und guck mal, wenn man länger außerhalb des Spiels bleibt, also im Pausenmenü bleibt, dann gehen wir, nee, dann wird das Menü ausgeblendet und man bekommt einfach diese formschöne Umgebung nochmal gezeigt. Mit dem Brutal Legend Logo unten rechts, Trademark. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ach so, letzte Folge war, hatten wir ja bereits einen Fight. Ich laufe mal so ein bisschen hier rum, ne? Hatten wir hier einen super, super geilen Fight. Wir sind angegriffen worden und haben diesen erfolgreich abwehren können. So, und der General, der, mir fällt jetzt sein Name gerade nicht ein, dessen, der den Angriff geleitet hat. Ich dachte mir, wenn das muss eigentlich eine bekannte Figur sein, nur mir ist einfach nicht eingefallen und deswegen, ich muss es tatsächlich nachgucken. Und tatsächlich handelt es sich hier um, ja, Rob Halford, also den Sänger von Judas Priest. Und ich kenne ihn eigentlich nur mit Glatze. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht auch jetzt gerade mal kurz eingeblendet habe. Wahrscheinlich. Ja gut, und dann halt mit dieser Haarpracht, die er da aufgesetzt bekommen hat. Ne? Er hat sich bestimmt gefreut. Die war sehr gut. Oh, hier ist aber laut. Oh, da hinten ist noch ein Drache. Wunderbar, den nehmen wir uns direkt. Ja, fand ich einfach super witzig. So, und ja, wir sollen jetzt gleich wieder hier mit unserem eigenen Roadie quatschen, aber vorher. Achso. Genau, vorher befreien wir hier mal den gefesselten Drachen aus seinen Ketten. So, es ist tatsächlich, ihr merkt das wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Deswegen seht's mir nach, wenn ich nicht direkt wieder die komplette Steuerung inne habe, aber, oh, da hinten sind wieder welche. Was haltet ihr vom Verlauf der Schlacht? Wir lassen sie einfach mal ziehen, wir kümmern uns jetzt nicht um die. Hab ich was zwischen den Zähnen? Willst du Lion White wirklich angreifen? Wir tragen den Kampf zu ihm, Edward. Lion White, das war der Name des Generals. Mangus hat meine Kampfpuppen. Was? Das war gute Arbeit, Mädels. Kampfpuppen? Ich will öfter auf die Schulter. Ach so, können wir jetzt hier eigentlich die... Ich hoffe, ihr kommt zur nächsten Show. Nee, können wir jetzt aktuell hier... Nee, hiermit war das, glaube ich, oder? Fanhymne, genau. Fangeisiere aktivieren. Können wir jetzt aktuell nicht. Gut, ist aber auch nicht tragisch. Schlachtruf. An wie das Beste, was euch hier passiert ist, ha? Ich weiß gerade nicht, was das bewirkt. Aber gut. Hab ich was zwischen den Zähnen? Wer bist denn du? Egal. Fangen wir mal an. Jetzt sind wir schon so lange am Quatschen. Sind wir soweit? Ein paar Stunden noch.
Ah, okay, Moment. Gut, ich komme dann später wieder. Entschuldigen, dass ich den Dialog jetzt unterbreche. Wir würden also direkt mit der nächsten Mission starten. Okay, wir haben hier noch den Schlachtmeister, die Schlachtmeister-Nebenmission. Ich würde die gerne noch machen, oder wäre die angreifenden Horden ab? Was? Überfalle den Feind und beschütze deine Truppen. Halte dem Paar die Biker vom Leib. Überfalle den Feind. Ah, okay, hier kommen dann... Ja. Ich glaube, weil wir letztes Mal tatsächlich etwas vorangekommen sind mit der Story, machen wir jetzt hier wieder so ein paar Nebenmissionen. Und... Bereit! Setzen dann die Story... in der nächsten Folge weiter. Lass uns die Wohnung. Achso. Wo sind eigentlich jetzt unsere Waffen? Wie aktiviert man die nochmal? Ah. Okay, alles klar. Wie gesagt, ne, ist schon ein bisschen her, ein paar Tage, deswegen muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ja, die fahren wir jetzt hier überall rum, aber wie gesagt, uns soll das nicht stören. Wir wissen ja, wo wir hinwollen. Ah, die Geschichte ist das. Du glaubst, dass hier bald wilde Horden angreifen? Machen Sie Witze? Diese Mine ist die Hauptquelle für Autoteile. Jeder will sie kontrollieren. Aber wir wollen, dass sie im Besitz der Mitarbeiter bleibt. Ja, dann würde ich doch sagen, sorgen wir dafür, dass sie kein anderer einnimmt. Los, ich bin bereit zum Abheben. Oh Mann, ich auch. Sehen Sie schon was? Kommen noch mehr. Das klappt ja wunderbar. So, den haben wir auch. Der ist von uns. Da hinten sind noch welche. Die Steuerung, muss ich tatsächlich sagen, ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber gut, das sind natürlich auch nur kleine Nebenspiele hier. Oh, 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 oh. Von hier oben sehen sie aus wie kleine tote Ameisen. Hallo, Trottel! Da hinten sind wieder welche. Andere Richtung! Die können echt viel einstecken. So, die sind platt. Da haben wir noch so einen Heiler. Okay. Eddie, sie greifen die Bühne an! Meine Bühne! Zerstörung! Hey, mach sie mal platt da! Ey, wie viel können die einstecken? Das gibt's ja gar nicht. Ich baller da auf die drauf. Okay, der ist uns. Das war's, ne? Der Tod kommt von oben! Brutaler Sieg. Ein weiterer Sieg für die hydraulische Todesbühne. Nice. Nächste Nebenmission. Einmal kurz rausscrollen. Was haben wir hier? Wehre die angreifenden Horden ab. Ja. Machen wir die als nächstes. Einmal unser Flievertyp. Und los geht's. Wir könnten auch gleich nochmal hier bei der Werkstatt vorbeigucken. Hier. Ich glaube, nichts von Interesse. So. Einmal hier hoch. Ich glaube, hier hinten sind wir auch noch gar nicht gewesen, ne? Da haben wir uns noch nicht genau umgeguckt. Stopp.
eingefesselter Drache. Ich weiß, ihr habt ihn auch gesehen. Kurz mitgenommen. Und direkt wieder weiter im Text. Ups, sorry. Guck mal hier. Ah, okay, das ist schon... Das ist schon die Plattform. Du glaubst, dass hier bald wilde Horden angreifen? Jeden Moment! Was meinen Sie? Sind Sie bereit für die Todesbühne? Ja, natürlich sind wir das. Los, ich bin bereit zum Abheben. Oh Mann, ich auch! Sehen Sie schon was? Schleichen sich von hinten an, Sir! Was? Da drüben, was für billige Schlappen! Wo denn? Ach da! Ich nehme den Heiler da hinten. Wie viel der einfach aushält. Passen Sie auf die Seiten auf, Mr. Riggs! Das wird los. Echt peinlich. Okay, die können wir gerade nicht erledigen. Mit Todessehnsucht. Hä? Ach, die sind gar nicht von uns. Hä? Jetzt war ich irritiert. Ja toll, meine Männer stehen mir im Weg. Ich erwische den gerade nicht. Dranbleiben! Sehen Sie sich um! Sehen Sie sie? Wo denn, wo denn? Ah, da. Alles in etwa dieser Richtung muss sterben. Okay. Mr. Riggs, Sir, von der anderen Seite kommen Feinde. Okay, hier haben wir wieder einen Heiler. Oh, da haben wir ein paar Scharfschützen. Ey, wie lange man einfach darauf zielen muss, das ist einfach nur lustig, ey. Ja, aber wie gesagt, die Steuerung, die ist, Das war's! Könnte besser. Geht bestimmt so weiter. Wir müssen bereit sein. Das haben wir auch erledigt. Welche nehmen wir jetzt? Arbeiten wir uns einfach hier oben ein bisschen durch die Gegend. Überfalle den Feind und beschütze deine Truppen. Können wir direkt hier runter? Das wäre natürlich ziemlich nice. Wow! Oh oh, der Baum. Geil. Kurz gucken, ob hier irgendwas ist zum Einsammeln. Da hinten ist ein gefesselter Drache. Den nehmen wir uns vorher noch. Ich bin echt mal gespannt, wie viele wir finden werden, weil alle halte ich tatsächlich für utopisch. Hi, Eddie! Hi! Wen überfallen wir? Miese Typen! Machst du mit? Schon wieder dieser Spruch, miese Typen. Na das gut. Wird der beste Hinterhalt aller Zeiten. Alles klar, diesmal warten wir aber, bis sie bei uns sind, die Kollegen. Okay, den haben wir. Junge, du gehörst uns. Hör. Nee, hey, du hältst aber eine Menge aus, Himmel. Oh, 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 oh. Bring dich mal an. Okay. Big Boy hat's auf uns an, abgesehen. Aber das scheint diesmal zu klappen. Ich glaube, das war's. Wahnsinn.
Hammer's? Jawohl. Yeah! Ja! Yeah. Das gefällt mir! Ich glaube, die Typen wollten sterben. Nur deshalb waren sie hier. Boah, wir müssen ja mittlerweile so viele... Ach, da stand's, glaube ich. So viele Punkte haben. 510. Ich bin mal gespannt, was wir da alles von kaufen können. Halte dem Paar die... Was? Halte dem Paar die Biker vom Leib. Keine Ahnung, welches Paar, aber... Da war die Musik wieder weg. Oh. Wir latschen einfach rum und passen auf. Ja, die lassen wir mal gerade, weil wir drehen trotzdem kurz. Wir sind hier schon mal dran vorbeigefahren und da haben wir über den Supersprung hier nicht die Viecher eingesammelt, aber das machen wir jetzt. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, hier unten ist noch was. Nee, nee, nee. Okay, habe ich mich getäuscht? Wo kommen wir da hin? Was war das? Alter, was ist denn hier los? Was sind wir hier? Oh. Da war ganz einsam ein Drache versteckt. Den haben wir jetzt aus seinen Fesseln befreit. So, und jetzt fahren wir endlich zum Zielort. Bin mal gespannt, welches Paar gemeint ist. Ob wir das schon kennengelernt haben? Im Übrigen juckt mich meine Nase die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir latschen einfach rum und passen auf. Ja, dann mach das. Was ist das? Habt ihr das gerade gesehen? Komisch. Coole Party. Die Party ist scheiße. Und du bist dran schuld. Was? Was? Alles war total perfekt, bis du diese Donnervogeltypen angeschleppt hast. Klar, sie heilen uns und verhindern, dass wir verbluten und so. Aber sie klauen uns auch alle Frauen. Ich wollte mit dem Mädchen da drüben quatschen, aber ständig kommt einer dieser Penner dazwischen und vermasselt mir die Tour. Wenn ich allerdings Hilfe hätte, einen Partner, der aufpasst. Oh, das können wir natürlich nicht zulassen. Steht da ein Partner zur Seite, aber müssen wir jetzt unsere eigenen Leute fertig machen? Also, du bezirzt jetzt deine Lady. Ich trommel ein paar Headbanger zusammen und verhindere, dass dir die Typen zu nahe kommen. Ernsthaft? Und das ist nicht nur ein Trick, damit du sie selbst abschleppen kannst? Nein, ich komme nicht mal in eure Nähe. Entspann dich und sei ganz du selbst. Okay, alles klar. Legen wir los. Was sind das für Nebenmissionen einfach? Huh? Hilfe. Und jetzt? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Wo ist das Paar? Zeig denen, wozu Headbanger in der Lage sind. Ah, okay. Ah, verstehe. Okay, okay. Ah, verstehe. So müssen wir die... Willst du im Wind treiben? Was? Achtung, Eddie, der Typ da. Junge, hau ab. Verzieh dich. Hey, Baby. Wer bist du? Du auch. Und tschüss. Der Typ ist viel zu nah. Willst Alter. Du ein Bier? Das ist gar nicht so einfach. Achtung, Eddie, der Typ da. Willst du ein Bier? Der Typ ist viel zu nah. Was? Wo ist mein Partner? Wie soll denn das gehen? Willst du deine Zeit nicht mitnehmen? Geh weg, geh weg. Hey, wie konnte der Typ durchkommen? Du bist eine echt große Hilfe. Wer ist denn jetzt durchgekommen? Ich verstehe gerade irgendwie das Prinzip nicht. Ah, okay, wir müssen also die Stampede zwischendurch immer abbrechen. Weil wir die Typen dann wieder zurückbringen müssen. So. Hier, der ist ziemlich nah. Was für ein Quatsch das ist einfach.
So, ihr drei auf Wiedersehen. Dann die zwei nehmen wir auch noch direkt mit und den da unten auch. Auf Wiedersehen. Oh, 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 oh. Der kommt ziemlich nah. Du darfst dich mal schön verabschieden hier. Vermasselst mir die Tour, Papa? Nein, 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 nein. Oh, du bist echt heiß. Wer bist du? Eddie, willst du den Typ reiten? Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße, ich glaube, wir haben verkackt. Wie konnte der Typ durchkommen? Du bist echt heiß. Oh, 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 ja. Wir haben den selber jetzt dahin getrieben. Hm, toll. Das ist aber gar nicht so einfach. So, erstmal den weg. An uns kommt keiner vorbei. Lass uns das mal wiederholen. Dann den da hinten. Auf Wiedersehen. Dann die Kerle. Dann den wieder. Mach dich weg. Lasst uns das mal wiederholen. Ich will, dass ihr euch eng an mich drängt, die beiden Rocken. Ja, die drei. Ihr wisst doch, was du nicht kannst. Und der Freund hier wieder. Oh, da unten der Kerl ist wieder ziemlich nah und wir schleudern ihn wieder in unsere Richtung. Bist du im Bild? Achtung, Eddie, der Typ da! Willst du deine Zeit nicht mit einem echten Mann verbringen? Der Typ ist viel zu nah! Willst du deine Zeit nicht mit einem echten Mann verbringen? Nee, diesmal schaffen wir es aber. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Wo ist mein Partner? Hey, Baby! Was? So, alles klar. Boah. Echt nicht so einfach, wirklich. Weil die Typen doch tatsächlich recht schnell sind und wir sind, wenn wir den Moshpit machen, sind wir extrem langsam. Im Übrigen habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo wir jetzt hinfahren. Ist hier noch irgendwas von Interesse so? Ich glaube, hier hinten waren wir auch noch nicht, oder? Haben wir wieder ein paar Gegner, aber die sollen uns jetzt nicht weiter stören. Die wollen bestimmt nur bei dem Fest mitfeiern. So, Freunde, was geht ab? Hi, Eddie! Wen überfallen wir? Miese Typen! Machst du mit? Eigentlich habe ich keine Lust, aber gut. Alles klar, ich mache mit. Wir pissen das Feuer aus und verstecken uns. Vor allem Schleichangriff, ne? Das finde ich sowieso mega. Okay, uns bereit halten. Oh, das sind jetzt aber... Oh, je, 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 je. Das sind aber jetzt doch echt viele. Stopp. Ist die von uns? Ne, die ist nicht von uns. Haben das noch alle gesehen? Haben wir sie? Oh, der ist tot. Ist der von uns? Ne, oh, Entschuldigung. Oh. Oh, sie lebt noch. Alles klar. Hoppla. Yeah! Ja, das gefällt mir. Okay, das wäre erledigt. Jetzt weiter grillen. Oh, ja. Oh, guck mal, da haben wir einen Aussichtspunkt. Mal eine kleine Abwechslung. Bin mal gespannt, wie viele miese Typen wir noch fertig machen müssen. Ich muss schon echt sagen, ne, beim Level-Design, die haben sich echt Mühe gegeben. Ich
finde das schon echt richtig, richtig gut. Überfalle den Feind und beschütze deine Truppen. Wieder ein Schleichangriff. Und was haben wir hier? Der Ritt auf der Todesbühne. Ah, okay. Angreifende Horn. Wir nehmen erst den Schleichangriff. Das Langweilige zuerst und der Spaß zum Schluss. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich auch den Ritt auf der Todesbühne nicht sonderlich abwechslungsreich finde. Oh, hallo. Boah, mach den mal fertig da. Wir müssen da hoch irgendwie. Wir latschen einfach rum und passen auf. Jo, das macht ihr gut. Stopp. Stopp, 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 stopp. Eieiei. Ein Relikt. Wieder einen neuen Song freigeschaltet. Und guck mal, hier haben wir auch direkt einen Drachen. Wenn der jetzt nicht hier gewesen wäre, wir wären gestorben. Weil wir da gnadenlos runtergerast wären. Er hat uns das Leben gerettet. Dafür haben wir ihn befreit. So, okay, da müssen wir hin. Wir latschen einfach rum und passen auf. Jetzt laufen ja auch noch Spinnen rum. Wen überfallen wir? Miese Typen. Machst du mit? Ja. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ein hoffentlich letztes Mal. Wo kommen die Kameraden denn? Ah, da. Waren wir hier nicht schon mal? Oh, ich würde gerne mal den hier nochmal ausprobieren. Das hat schon mal funktioniert. So, wir nehmen uns den Dicken hier vor. Der ist erledigt. War's das? Oh nein, der Heiler, er haut ab. Was macht der? Wo fährt er hin? Hä? Und jetzt? Er ist einfach geflohen. Bleib mal schön hier, mein Freund. Warum hast du mich wieder da, wo du herkommst? Nein! Nein! Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Ja komm, jetzt spring auch da runter. Das ist wieder so absolut typisch. Weißt du, alle erledigt? Das letzte Motorrad und ich. Okay, Jungs, bereithalten. Suicide Band. Hat Ryan White euch das Kämpfen beigebracht? Kein Wunder. So, die sind erstmal hier. Oh. Oh, der Dicke ist schon fett. Ist schon. Dicke ist schon platt. Geht das mit denen eigentlich auch? Oh, können wir gerade gar nicht versuchen. Aber wir können mal versuchen, ein paar Kreaturen zu rufen. Oh, wir sind gleich tot. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, die Typen wollten sterben. Nur deshalb waren sie hier. Ich habe gerade keine Ahnung, warum wir das gewonnen haben. Aber gut, ich habe nicht vor, mich dagegen zu wehren. So. Wo müssen wir hin? Letzte Nebenmission hier oben. Und dann auch... Was haben wir hier unten eigentlich noch?
bricht den, ach, den Jagdrekord. Ja, da müssen wir diese komischen Schweineviecher fertig machen. Ja, das machen wir aber später. Wir machen jetzt diese Nebenmission noch, dann ist die Folge, glaube ich, zu Ende und dann machen wir weiter. Mit der grandios durchdachten Story. Oh, 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 ja, 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 ja. Das wäre fast schon wieder passiert. Wo müssen wir hin? Oh, da oben ist noch ein Drache, der... Hey, nimmst du mich mit? Nee, nee. Ich glaub das nicht, ne? Wir sind festgeglitscht. Oh. Oh, ja, 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 ja. Das wär's jetzt wieder gewesen. Da fällt mir übrigens ein, ne? Wie oft ich mit Predator, Pommesgabel und Chris Breezy GTA gespielt habe und da gestorben bin. Wegen, wirklich, wegen Bugs. Und sie haben es mir einfach nicht geglaubt. Und ihr habt es jetzt gesehen. Es wäre fast wieder passiert. Du glaubst, dass hier bald wilde Horden angreifen? Na klar! Alle wollen die heilenden Seiten der Metal Queen haben. Los, ich bin bereit zum Abheben. Oh Mann, ich auch! Sehen Sie schon was? Noch mehr! Wo denn? Ach, da hinten. Wir können niemanden kämpfen. So was von Scheiße. Wow, von hier oben sehen sie aus wie kleine tote Ameisen. Mr. Riggs, Sir, von der anderen Seite kommen Feinde. Von welcher Seite? Unsere Viecher, die wir gerufen haben, die machen das fast komplett alleine. Andere Richtung? Ah, da. Guck mal. Ja toll, wir können den gar nicht... Okay. Das war's schon. Da sind die Kerle. Genau hier. Halt drauf. Ja, sehr gut. Ihr seid echt gut. Die schleichen sich von hinten an, Sir. Bis jetzt ist doch alles ziemlich easy. Oh, da sind ein paar Sniper. Okay, der ist erledigt. Dann mal bitte voll da rein. Wie lange wir einfach auf die ballern müssen, das ist so krass. Zerstört alles! Ich muss kurz nach hinten gucken, ob da alles safe ist. Jo. So, die eine da hinten noch. Niemand kommt in die Nähe meiner Bühne. Easy. Das Land ist sauber. Easy. Ja. Haben wir die Nebenmission erstmal wieder erledigt. Bis auf eine mit dem Jagdrevier. Aber das mit den Schweinen, das muss ich... Mache ich in ruhiger Minute, in einer anderen Folge vielleicht, das wäre jetzt zu lang. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen und bis dann, macht's gut, lasst es euch noch besser gehen und ciao.